So, nach dem kurzen Geplaude, das die beiden jetzt noch hatten, scheinen sie zu starten. Noch kurzes Striking. Sie scheinen sich entschieden zu haben. Basti überlegt, er kratzt sich am Kopf. Er ist nicht ganz zufrieden, aber er sagt, ist okay, start mal durch und ab geht's. Wir starten auf Battlefield. Wow, what a surprise. Boah. Und Dommel startet schon wahnsinnig stark. Hm? Janbo ist gerade nur auf Klo. Ansonsten. Achso. So, und. Ah, perfektes Timing, nicht mal einen Stock verpasst hier. Ja, die haben gerade noch sehr lange Stage Strike for some reason. Ah, okay. Das ist auch wichtig. Ja, die haben da noch irgendwie geredet gehabt, schienen Spaß zu haben, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja, nee, das ist schon Competition hier. Ja, das sollten sie schon ernst nehmen, ja. Ja, also, genau. Dommel hat den Stock wahnsinnig stark, by the way, angefangen, aber dann ein bisschen abgeklungen. Bisher sehr, sehr even. Ja. Ja, aber Dommel scheint hier schon ein bisschen am Drücker zu sein, sag ich mal. Ja, es ist halt... Zumindest aktuell. Er hat sich bisher noch nicht so sehr von den Down Smashes stupid hitten lassen. Und wo wir echt bei Dommel achten müssen, das sind seine Recoveries. Ja. Er hat wirklich sehr... Er macht seine Upbeats immer sehr spät, sehr weit unten, wo man nicht damit rechnet und wahnsinnig starke Angles. Ja. Da bin ich gespannt, wie Blaze mit denen zurechtkommen wird. Das ist natürlich gemein. Einfach mal. Oh, einfach gewartet. Das liebe ich. Wenn ich sehe, wie jemand gegen Peach spielt und sie einfach nicht ernst nimmt. Ja? Wenn er einfach sagt, ach komm, du mit deiner Abi tust jetzt so, als würdest du nach hinten, nach vorne gehen. Aber ich bleibe jetzt einfach stehen, einfach stehen und rip einfach einen Move. Ja. Gerade als Fox kann man das durchaus machen. Definitiv. Und Pasek macht es schön, weißt du, er hat gar keinen Bock auf näher, er weiß, oh, das kann CC'd werden, dann werde ich getroffen, Down Smash, er macht lieber einfach Drill, der ist safe, ja. Und wenn er trifft, hat er einen Safe Confirm. Jawohl, da wollte Blaze wahrscheinlich nähern, aber er hat zu sehr mit dem Feuer gespielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann holt er sich aber. Aber er holt sich trotzdem jetzt den Zock. Ja, 116%. Wenn er jetzt schöne 60% oder so reindrücken könnte, oder halt auch nicht. Oder er wird einfach gescheit abgesmashed. Ach, warte mal. Ich dachte, Pasek wäre vorne gewesen. Aber nein, es ist ihn. Er war zwischendrin vorne, aber jetzt... Ja, genau. Das war halt... Basti lässt ein paar Downsmashes rippen, einfach in der Hoffnung. Vielleicht springt er rein. Ja. Regrab. Das ist halt... ist auch immer noch Peach. Das ist ein bisschen Downsmash-Bild. Der Forward-Smash. Oh mein Gott! Vor allem, er hat nach dem Drill einfach gewartet. Ja, da wäre erstmal nichts gemacht. Basti wusste gar nicht, was da jetzt abgeht. Manchmal muss man die Patience haben. Ja, warum kommt da kein Move, hat er sich gedacht. Aber jetzt. Der Ledge-Dash! Ledge-Dash-Up-Smash. Aber er kennt seine Prozente nicht. Das war ja so close. Oh nein! Und jetzt out of shield! Und er ärgert sich, er weiß, er hat ihn zu früh rippen lassen. Okay. Was kommen die Kabel her? Wieso hast du ein Kabel in der Hand? Die hingen hier irgendwie zwischen dem Stuhl. Ich weiß nicht, wo die Kabel herkommen. Ja, die waren bestimmt nicht wichtig oder so. Jetzt geht gleich der Strom aus. So, und wir gehen auf Pokémon. Reasonable. Ja, definitiv. Peach stirbt früh. Gegen Peach auf jeden Fall keine schlechte Stage. Die Side-Plattformen sind sehr nett für Fox. Und das ist das, was ich gemeint habe. Er geht so weit runter mit der Abi. Und deswegen ist man so thrown off. Man weiß nicht genau, warum ist er so weit unten? Soll ich mich ranhängen? Soll ich runtergehen? Was mache ich jetzt? Ja. Und dann stirbt man. Vor allen Dingen auf Poké kommt ja auch immer noch dazu, man sieht auch einfach nicht so gut. Man sieht nichts. Du hast absolut recht. Mit den Standard-Skins sieht man einfach nicht so viel, was an der Edge passiert. Man muss einfach immer ein bisschen raten, wo man denn eigentlich jetzt hinfliegt. Ja. Wo ist man denn eigentlich? Also ich sag mal, sich selber fühlt man da vielleicht noch am ehesten, aber gerade als Gegner, der da in der Corner ist, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ah, okay. Was ich aber sagen muss, dicke Down Smash. Ja. Turbo Dommel sehe ich nicht. Er spielt, finde ich, aber gut. Ja. Einfach. Er versucht, Blaze nicht zu überrennen, aber er trifft seine Punishes, er trifft seine Edgeguards, er weiß, was zu tun ist, lässt sich von keinen dummen Down Smashes treffen.
Nee, das stimmt. Da hat der Grab gebaitet. Das war schon schön gemacht hier gerade. Da hat er ein bisschen mit ihm gespielt. Bombe? Ja, Bombe ist so. Warum der Vorwärts-Smash? Ja, vor allen Dingen, warum lädt er ihn noch so lange auf? So in welcher Welt einfach? Er hätte einfach ein bisschen früher loslassen können, dann hätte der zumindest getroffen. So. Aber Blaze wollte für alles gehen. Da wird er jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal von diesem Up-Tilt getroffen. Er floatet da einfach so ein bisschen rein. Da muss er ein bisschen aufpassen. Blaze versucht hier jetzt... Ja, was er jetzt braucht, ist ein fetter Punish, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall. Aber er sieht nicht so gut aus für Blaze aktuell. Ja. Ganz Stock hinten, gerade gegen Fox, ist nicht ganz so schön. Aber wenn es einer kann, dann Blase. Ja, dann Blase. Dann Kumpelblase. Der die kann richtig Blase, reinhauen. Die... Oh no. Oh no. Oh, der Down Smash. Da ist halt immer ein Peaches Toolkit drin, ne? Der Down Smash. Manchmal muss er einfach nur. Oh! Schön abgewartet. Back Air, ja. Ja. Das war schön. Es. Und jetzt braucht er. Einfach rollen, ja. Was macht er jetzt? Was denkst du? Ich glaube, er wird jetzt von Up Smash getroffen. Meinst du? Ja. Das war eine Up Air. Ja, siehst du? Jetzt. Es braucht einen Down Smash an der Ledge, wenn er sich das holen will. Eieieiei. Sau starkes DI. Ja. Aber er muss hier jetzt auch das alles versuchen. Ja. Nee, trifft nicht. Zu hohe aber, Prozente. Ja. Ja, wirklich. Oh, er versucht den Shield Grab. Oh no. Oh, wow, was. Damn. Eine gute Recognition von ja. Paseco, da 1-1, den F-Smash einfach rippen zu lassen. Manchmal muss es. Es ist gerade halt auch auf in solchen Situationen, wo man so hohe Prozente hat und hinten liegt. Da manchmal... Ja, man weiß nicht so genau, was soll man jetzt machen. Ja, genau. Man wird einfach fishy, man versucht irgendwie zu cheesen. Oh, der Basti sitzt da. Er weiß, das hat nicht funktioniert. Irgendwie. Ja. Okay. Für was hat er sich entschieden? Dreamland? Er schaut surprised. Was passiert hier? Paseco mit dem Counterpick vielleicht? Tatsächlich. Oh. Er holt die Sheik. Die Paseco Sheik. Oh er will Gott. Nicht gechain-grabbed werden. Nee, er hat gar keinen Bock auf Chain. Aber jetzt bin ich gespannt, ob er das Matchup auf dieser Stage auch richtig spielt. Weil auf dieser Stage ist es ganz, ganz wichtig mit Sheik, dass du wallst. Okay. Sonst ist ja ihre Stärke so dieses Plattform-Movement, ja, das Needle schmeißen. Definitiv. Auf FD wird das alles ein bisschen annulliert und man muss switchen zu eher den zum F-Tilt, zur Forward-Air, zur Back-Air. Ja, die Sache ist halt auch, dass Sheik natürlich beim Recovern sehr viel linearer wird auf FD, einfach weil keine Plattform da sind. Eben. Und Basti, das kann ich aus Erfahrung sprechen, ist wahnsinnig gut in dem Matchup. Ja. Er ist vor allem bei den Low Percent, er weiß wirklich, wie er seine Prozente reinbekommt. Ja, okay. Also da weiß ich nicht, ob das so ein guter Pick war. Wahrscheinlich will er es einfach ausprobieren. So. Er hat ja, gerade das Game gewonnen. So, das ist fair, auf jeden Fall. Ich sag mal so, so gerade in einem Best of Five kann man es ja zumindest mal testen, wie gut funktioniert das. So, wenn es ein Win wird, dann so, das ist gut. Und wenn es halt ein Loss wird, dann denkst du, ja, okay, dann muss ich vielleicht doch lieber den Fox rausholen. So. Aber es ist halt FD, gell? Also ja, klar. FD gegen Peach als Fox ist halt schon... Ein bisschen unangenehm, ja? Er will ja, halt nicht gechain-grabbed werden. Das halt wie gegen Marv so ein bisschen. Aber er macht es bisher wirklich gut. Ja. Er macht es sehr gut. Er spielt halt eine richtige Secondary-Sheik, das merkt man halt. Ja. Aber ich meine, so lange funktioniert es. Ja. Die Sache ist halt auch, dass bei... Man muss halt mit Sheik auch nicht den krassesten Tag haben, eben um... Ja, um effizient zu sein. Definitiv. Vor allem in dem Matchup geht es ganz viel um Spacing und um Call-Outs. Ja. Oh, das hat gekillt? Ja. Damn. Das ist ein Stitch. Das ist ein Stitch. Oh, ein Bösi. Da war er invincible, tatsächlich. Ja, das war lucky für Paseco. Er macht Forward, ja, okay. In der Situation hätte die Up-Air vielleicht gekillt. Ah, ja. Weil die Modern Sheiks gehen jetzt da immer für die Up-Air, weil das ja so killt. Okay. Ja. Aber es ist sehr, sehr tight, das Window. Ah, okay, I see.
Aber es ist even, es ist even. Ich bin wirklich surprised. Es ist, ich weiß nicht genau. Er grabbt ihn schöner halt jedes Mal. Grab, ja. Aber er kriegt halt kein Punish raus. Das ist halt. Ui, ja, das war's, glaube ich. Ja, das ist halt. Wenn du da nicht avoidest, da wird das nichts. Man merkt, Pasek weiß so theoretisch, was gut ist in dem Matchup. Aber er hat so ein bisschen Probleme, das umzusetzen, glaube ich. Ja. Ich weiß halt auch nicht, wiefern er halt so Peach Chic grindet, so investiert er da überhaupt Zeit rein oder ist einfach so. Ja, ich glaube so secondary-mäßig einfach. Also halt einfach mal so ab und zu irgendwie. Ja, genau. Aber jetzt halt nicht irgendwie so. Ich spiele es nur wegen dem Matchup und gar nicht trainiert, so, sondern schon ein bisschen was rein investiert. Ja, so wie jeder halt so ein bisschen Secondary hat, würde ich mal behaupten. Ja, okay. Oh, das weiß Basti besser, dass er da nicht down smasht. Ja, kriegt dafür auch gleich die Fans Gesicht. Ey. Da war's. 2-1 für Blaze jetzt. War ein Try. Ja. So wird. Das Sekiro jetzt wieder zurück auf Fox switchen. Sehr wahrscheinlich. Schon. Ja. Schön. Und Yoshis die frühen Kills. Definitiv. Die Scrambles. Ja, Peach kann auch einfach nicht so viel offstage floaten. Dadurch, dass die Stage viel kleiner ist. Und Pasek ist halt wahnsinnig gut in diesen sehr close Situationen, in den Scrambles. Ja. Oh, da ist er reingesprungen. Und Konsti schaut im Hintergrund zu. Ja. Konsti auch. Zumindest vorhin war er im Chat. Kurz war er im Chat. Aber ich weiß nicht, ob er aktuell immer noch zuschaut. Aber zumindest auf Yoshis ist er auch immer mit dabei. Ja, na, ich meine, wie spät ist in Japan? Die sind ja vor uns. Da wird schon Nacht sein, gell? Ich habe absolut keinen Plan. 10 Stunden oder sowas. So genau weiß ich das nicht. Ich bin froh, dass ich so Amerika weiß. Das sind, glaube ich, East Coast 6 Stunden und West Coast 10 oder. Auch 9, glaube ich. Ja, 9. Ich glaube, es kommt mir ein bisschen drauf an, ob gerade, wie es mit den Dingszeiten aussieht. Weil manchmal wird das auch. Ich glaube, manchmal kann es 10 sein, wenn. Weil Sommer- und Winterzeit nicht gleichzeitig umgestellt wird. Aber jetzt even hier auch wieder. Hey, jetzt aber einen schönen Downsmash. Ja. Oh, trifft aber die Forward eher nicht. War ein bisschen zu früh dabei. Boah, das mache ich immer richtig gern, wenn irgendwer ein normales Shield auf der Plattform macht und dann merkt, oh, es wird klein, ich mache es lieber Light Shield. Ja. Da finde ich immer nett, finde ich schön. Light Shield generell in den letzten Jahren so zur Meta geworden. Definitiv, das ist halt insane. Das hat vor einigen Jahren noch keiner gemacht. Kaum. So, ich weiß noch, dass gerade bei Yoshi war es auch immer mal, weil man damit eben weiter wegrutscht. So. Genau, man rutscht halt direkt weg einfach. Ja. Ich muss sagen. Und bei Yoshi kann man das halt eben auch nicht auseinanderhalten, weil es halt. Ja, weil es sieht halt gleich aus. Ja, genau. For your information, Blaze war vorne. Ja. Und irgendwie hat Koseko geschafft, jetzt einfach mal 3 Stocks zu nehmen. Ja, also jetzt. Also den ersten hat er, ich glaube, es war 3 zu 3 Stocks, wenn ich mich irre. Aber er hat jetzt auf jeden Fall. Die Downsmash, gewusst, dass sie kommt. Oh, das ist. Oh, natürlich, Domme. Was soll denn das? Ja, da macht er den No-Impact-Land, ja. Ja. Oh, und wir haben ein Game 5. True, Game 5, Baby. Das ist unser erstes Game 5, glaube ich, jetzt im Bracket. Ich meine auch. Das erste Game 5 im Pro-Bracket auf jeden Fall, ja. So, auf welcher Stage gehen wir? Was will Blaze? Was können wir noch spielen? FOD? Ich glaube, ja. Haben wir Dreamland schon gespielt? Haben wir Dreamland schon gespielt? Also er hat FD gecounterpickt? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Dreamland, oder? Wir gehen FOD. Aber wir gehen FOD. Oder wir gehen FOD und wir starten durch mit einer fetten Downsmash. Ja, auch sehr mit einer zweiten fetten Downsmash. Ah. Er covert die hohe Upbeat.
Die zweite Abi hat er nicht gecovert und wird dafür gepunished. 81%. Das tut natürlich weh. Seko weiß auch, ist einfach so gut auch in diesen Wave-Shines. Ja, ja, er trifft die wirklich fast immer. Ja, auch wenn er weiß halt, wo er hin muss. Und ich mag es halt auch, dass er sie nie übertreibt. Er übertreibt es nie mit den Wave-Shines. Er macht so 1-2 und dann sagt, okay, jetzt beende ich es mit Up-Smash. Ja, genau. So, da wird er jetzt aber so kreativ mit der Nähe. Das, was er treffen kann, trifft er mit denen, aber... Das Dot-Eye ist einfach weggeworfen. Ja. Ein bisschen schade. Das hätte ich gesagt, es kann halt auch mal ganz schnell gehen. So. Oh. Versucht den Early Edge Cut. Oh, er macht keinen Chain Grip. Warum nicht? Er hat sich nicht getraut. Das kann sein. Vielleicht hat er nicht dran gedacht. Vielleicht hat er oder nicht realisiert, dass die Plattform eben nicht mix war. Das ist Fox Privilege. Diese Weak Nair, Up Smash, das ist wirklich der beste Kill Confirm im Spiel. Funktioniert auf so viele Charaktere. Plattformhöhe war auf jeden Fall gerade sehr fortunate auf jeden Fall. Ja, definitiv. Blaze hatte da. Der Callout. Einfach drangehängt. So kann man auch die Stocks ausgleichen. Manchmal. Muss man einfach nur sagen, ich bleibe aber hängen. Der No-Tag. Schöner Grab. Aber warum nicht Up-Throw? Er wollte den Punish früher beenden. Ja, wahrscheinlich. Diesmal trifft der Up-Smash nicht ein bisschen zu früh. Aber wirklich, das ist closer, kann es eigentlich nicht sein zwischen den beiden. Das ist wirklich ein Nail-Biter. Okay. Er macht schon wieder Up-Throw. Ja, vor allem, warum hat er Dash-Attack gemacht und nicht einfach nur Grab gerade als... Aber naja. Ordentlich in die... Okay. Anscheinend stirbt er davon. Nee, nicht ganz gutes DI. Ja. Jetzt muss er vorsichtig sein. Jetzt muss Paseko einfach den Kill irgendwie bekommen. Ja, wenn Blaze jetzt einfach gut reintraden kann, dann... Ja, absolut. Der FT. Man sieht ihn nicht mehr. Nein, er hat's gewusst, aber er trifft's nicht. Jetzt ab. Er geht. Der Drill. Er war so stark. Was wirklich passiert denn hier? Ich bin richtig nervös. Ja. Wenn du schon nervös bist, was meinst du, wie die beiden sich fühlen? Okay, letzter Stock. Letzter Stock jetzt. Wer hat die stärkeren Nerven? Last Stock, Leute. Was ist los? Holt sich Blase das. Close der S. Macht Paseko noch das Comeback? Das ist die Frage. Er schießt gar keine Laser. Er hat gar keinen Bock. Nee, Offstage. Blase hat es gewusst. Ich glaube, er kann guter Abi. Jetzt hat er. Aber was macht er? Warum macht er ab? Ich glaube, er ist einfach tot, oder? Nein, er lebt. Der Downsmash. Der Downsmash war nicht so gut. Er macht aber trotzdem Ledge Dashes. Als wäre er nicht fast... Aber das war's. Und die Nair out of shield tatsächlich. Yo. Blaze holt sich das Game. GG's? Er ist so glücklich. Blaze freut sich, richtig. Aber also gefühlt hat Blaze auch gerade den letzten Stock. Da war so ein bisschen, glaube ich, in Pasekos Gehirn drin. So ein bisschen, er wusste, was er machen wird. So, nebenbei schaue ich mir jetzt mal